Hi Leute, heute möchte ich euch mal den Modulator mit dem Videoverstärker und so ein kleines schwarz-weiß Kameramodul mit Infrarot-LEDs vorstellen. Die sieht man hier jetzt in der Kamera leuchten. Eigentlich, also so ohne Kamera sieht man die gar nicht leuchten. Und so über die Kamera leuchten die extrem hell, die LEDs. Das Ganze hier, das und das, braucht zusammen 50 mA aus dem 9 Volt Block. Ich habe dazu ein TV. Das ist ein TV, den ich von Stefan habe. Und wenn ich da jetzt mal auf den TV gucke und die Kamera hier mal auf den Modulator richte, obwohl es da ziemlich dunkel ist, ist das Bild sehr hell. Das Bild an sich ist wirklich sehr hell. Ja. Es ist noch nicht ganz scharf. Da muss ich entweder an der Kamera scharf stellen oder den richtigen Abstand haben. Dann ist das Bild, dann habe ich ein scharfes Videobild. Schaut an sich sehr gut aus. Funktioniert auch ganz gut. Der Modulator hier, der macht das Kamera-Videosignal in ein 60 MHz moduliertes Videosignal. Mit dem ersten und zweiten Transistor verstärke ich es noch und über ein Stück Draht habe ich es jetzt mit dem TV verbunden. Wenn ich den Modulator direkt nur mit einem Stück Draht verbinde, dann habe ich ein extremes Kriselbild. Ich kann das mal probieren. Ich tue die Kamera mal nach oben. Jetzt, sobald ich die Antenne hier, die habe ich hier mit dem Ausgang verbunden, sobald ich die auftrennen tue, fängt es an zu rauschen. Man erkennt es zwar noch, aber je weiter ich den Draht hier vom TV weg tue, desto mehr rauscht es. Das Bild an sich ist stabil zwar, aber ich habe das Signal verrauscht. Nur mit dem Modulator und den Transistoren würde es nicht mal so weit gehen, da würde man hier jetzt schon gar nichts mehr sehen. Echt null. Eigentlich wollte ich den kleinen Taschenfernseher nehmen, da ich bei dem die Platine noch nicht raus habe und dadurch den Akku noch nicht tauschen konnte. Habe ich den noch nicht. Okay, dann vom Modulator, da gehe ich hier, den Draht habe ich hier innen angelötet, gehe ich hier raus über einen 10NF-Kondensator auf eine Spule auf Masse, weil der leider ein ziemlich starkes 4 MHz-Signal noch mit rausschickt. Das 4 MHz-Signal will ich nicht haben. Daher Spule auf Masse, dann wieder ein 10N auf die Basis von dem BC547. Emitter auf Masse und Kollektor habe ich hier auf den Potti. Und über den Widerstand und eine Spule auf plus 9 Volt. Bei dem Potti, da ist der eine Pin, der äußere Pin auf Masse, der mittlere Pin auf Basis und der äußere Pin auf Kollektor. So, Kollektor geht über einen 680 Ohm Widerstand und eine Spule auf plus. Die Spule sorgt dafür, dass quasi nur das HF durchkommt hier und dass nur etwa 60 MHz durchkommen und alles, was kleiner ist, also das 4 MHz Signal, nicht weiter verstärkt wird. Und dass das Ding möglichst auch nicht von selber schwingt. Dann gehe ich wieder mit dem 10N auf die Basis, da habe ich genau die gleiche Schaltung nochmal. Emitter auf Minus, Kollektor hier über einen 390 Ohm Widerstand und der Spule auf Plus diesmal. Und von da gehe ich hier über einen 10NF Kondensator, also 103 Ohm. Auf die Antenne. Kondensatoren sind alle 10N. Transistoren BC547C und die Potis sind 500 Kiloohm Potis. Da der Modulator, den habe ich einfach nur am Plus und Minus angeschlossen und das Videosignal, Plus, Minus und Videosignal geht hier auch vom Kameramodul weg. Also Plus ist hier angesteckt, das sind die Plus 9 Volt, 9 bis 12 Volt braucht das. Dann Masse und hier Videoausgang. Das hier wäre Audioausgang, da könnte man hier noch eine Kondensator-Mikrofonkapsel anstecken. Dann hätte man Audio auch. Ich habe in früheren Videos sowas schon mal vorgestellt. Leider sendet der nur sehr, sehr, sehr schwach. Und wenn ich die Verstärkung erhöhen tue, da, dann fängt mir das Ganze an, in sich selbst zu schwingen. Genauso, wenn ich hier das mit dem da verbinde oder so, oder nur mit Fingerbrücke, schwingt das Ganze schon. Dann habe ich statt einen Verstärker einen Oszillator. Ich überlege, ob eine dritte Transistorstufe sich lohnt oder ob es dann nicht vielleicht die ganze Zeit dauerschwingen tut. Und weil das Signal vom Modulator so schwach ist, dass ich damit jetzt, so wie es jetzt aufgebaut ist, nicht mehr richtig senden kann, naja, ist es blöd. Ich glaube, die erste Schaltung hatte ich mit 100 Ohm Widerständen gebaut. Ich habe diesmal 680 Ohm, 390 Ohm genommen.
Und ich habe da gar keine Widerstände vom Kollektor gehabt, nur Spulen auf Plus. Und quasi nur auf die Basis, nur auf dem Emitter Widerstand und auf Basisenwiderstand. Wie ich das damals aufgebaut habe, weiß ich leider nicht mehr. Ich wünschte, ich hätte einen Schaltplan gemacht. Habe ich aber leider nicht. Dann der Modulator, das ist so ein 2 Euro oder 2,50 Euro Nintendo Modulator, der zwischen Kanal 3 und Kanal 4 umschaltbar ist. Ja, okay.